Guten Morgen, meine lieben Zuschauer. Zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 27. Februar. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende, seid jetzt gut in der Woche sozusagen eingelaufen. Und wir wollen heute, ja, wenn man schon ums Laufen spricht, auch hier das WTI-Öl sozusagen mal unter die Lupe nehmen. Denn das ist natürlich hier das Gleitmittel für die Märkte, für die Industrie, für die Konjunktur. Und Öl scheint hier in einer spannenden Ausgangslage. Und im Zuge dessen wollen wir uns hier den Gegenpart in US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar auch als Loonie bekannt anschauen. Denn es könnte hier durchaus eine spannende Woche vor uns liegen. Und das wollen wir uns mal im Detail anschauen. Ansonsten natürlich wie immer schaut's drauf, dass ihr hier immer das Risikomanagement im Griff habt und wir natürlich hier bei JFD Brokers sozusagen da ein gern gesehener Partner sind, wenn ihr denn mit uns handeln wollt und dies vor allen Dingen dann auch fair eben umgesetzt haben möchtet. Gut, ansonsten natürlich Risikohinweis, ganz klar. Wir gehen jetzt aber mal auf den Live-Chart ein und wir wollen jetzt hier das WTI-Öl sozusagen als Beginning nehmen, um dann den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar zu beleuchten. Und ihr wisst's, hier gibt es eine negative Korrelation. Hat der Ölpreis hier sozusagen ein steigendes Momentum, dann leidet der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar darunter, weil der kanadische Dollar als Rohstoffwährung bekannt ist und hier natürlich da seinen Vorteil ausspielt. Nichtsdestotrotz, wenn wir hier kurz ganz grob auf den Wochenchart schauen, sehen wir, was hier passiert im Prinzip seit Dezember. Eine wilde Seitwärtsrange. Das Ganze zoomen wir uns direkt mal in den Tageschart hinein und da sehen wir ja, der Bereich um 53, 75, rund 54, auch eine Stauzone aus früherer Zeit. Das ist das Level, wo der Ölpreis so ein Stück weit festhängt. Es wurde schon, ja, im Januar im Prinzip orakelt, dass der Ölpreis eigentlich mal das Movement entwickeln könnte, hier nach oben weiter zu ziehen. Der Bias sieht grundsätzlich gut aus, aber es fehlte letztlich immer wieder an Durchsetzungsdrive auf der Oberseite. Das muss man ganz klar unterstellen. Und insofern, ja, zähes Seitwärtsgeschiebe, das ist für Trader immer eine große Herausforderung, da wenn es eben kein Momentum gibt, hier in Seitwärtsbewegungen viel Geld liegen gelassen wird. Das kann man an dieser Stelle definitiv erwähnen und man muss auch Obacht geben, dass man da sozusagen immer nicht zu voreilig agiert und beim Öl ja im Prinzip entweder kaufen und dauerhaft aussitzen, bis es denn eben mal Momentum auf der Oberseite gibt oder versuchen hier wirklich das Momentum, wenn es einen Buy-Trigger auf der Oberseite gibt, dann mitzunehmen. Aktuell, ihr seht es, hier haben wir die Trendlinie seit November letzten Jahres erreicht. Hier dieser Aufwärtsimpuls durch diese eben Trendlinie sehr schön skizzierbar. Zudem hat das Öl hier im Bereich des 38er Fibonacci-Levels vom letzten Impuls ausgehend, der dann hier im November startete und eben in die Widerstandszone, wo wir aktuell so ein Stück weit rumpendeln, führte, haben wir hier das 38er-Level mit Bravour verteidigt. Spricht im Prinzip für wirklich, ja, starkes Kaufinteresse in diesem Bereich. Sollte es nochmal hier deutlicher unter 52 Dollar je Barrel gehen, dann muss man ja interpretieren, dass der Ölpreis dann durchaus noch ein Stück weit Luft genießt, dann die mittelfristigere Trendlinie ansteuern könnte, Schrägstrich den Bereich um 48 Dollar dann durchaus vor sich hat. Ist aber weiterhin nicht das präferierte Szenario, denn wir haben saisonal einen bullischen Bias. Gleich so ein Stück weit C, mehr oder weniger bis in den Auslauf des Februars hinein. Aber im März sehen wir hier dann doch schon ein Stück weit Schubkraft. Gerade Mitte März gehen wir nochmal 40 Tage drauf. Sozusagen in der Kristallkugelbeschau, um die Saisonalität ein Stück weit mit ins Kalkül zu ziehen. Ja, und da sehen wir, dass der März grundsätzlich volatil, okay, das ist der Ölpreis, aber generell aufwärts gerichtet zu interpretieren ist. Soll heißen, gehen wir jetzt mal hier wieder über das Hoch zum Beispiel vom 21.02. Das haben wir hier gesehen, 55,05 Dollar. Dann wäre das hier ein Kaufsignal, was rein technisch gesehen eben Potenzial auf der Oberseite vermittelt, initiiert bis zum nächsten Zielstep auf der Oberseite. Und da sprechen wir hier von 58 Dollar. Je Barrel, das ist die nächste Zielzone, um danach gegebenenfalls Preise knapp oberhalb von 61 anzulaufen. Also grundsätzlich der Bias weiter bullisch, auch hier aufgrund der Minimalkorrektur mit dem 38er Fibo-Level. Der Markt scheint weiter hoch zu wollen, insofern aufpassen, was passiert. Geht Öl hier deutlich unter die 52, dann eher aufpassen, könnte rutschig werden, buchstäblich. Ansonsten hier, ja, man kann es nicht ausschließen, wildes Gerange zwischen, ja, knapp 55 und 52 Dollar hier Barrel dann nicht auszuschließen, wenn wir hier nicht nach oben rauskommen. Ja, das gilt es dann natürlich dann auch immer zu berücksichtigen. Man weiß nie, wie lange so ein Seitwärtsgeschiebe geht. Ansonsten, sehr, sehr interessant derzeit, der Intraday-Chart auch. Wir haben eine positive Fuzzy-Vektorlogik und ihr seht ja, wie wir heute hier in den Tag kommen.
sehr, sehr bullisches Momentum. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und insofern, ja, was sagt die FTSE-Vektorlogik? Wir haben heute auch ein sehr, sehr starkes Pattern, die das Ganze oder wo das Ganze unterstrichen wird. 385 Erscheinungen bei einer Trefferquote von 63% lässt einen Erwartungswert von 55,01 im Durchschnitt sozusagen erwarten. Und ihr seht, wir haben hier noch einige Sands vor uns. Und das würde im Prinzip gut auch zu den Hochs der letzten Woche passen. Das Momentum spricht aktuell dafür, dass wir hier einen weiteren Lauf nach oben sehen. Sieht wirklich gut aus, das muss man ganz klar interpretieren. Und die FTSE-Vektorlogik bestätigt praktisch hier das bullische Momentum. Ihr seht, wir sind auch hier gerade an den Hochpunkten vom Freitag dran. Wir scheinen per Stundenschluss drüber laufen zu wollen. Wenn das gelingt, dann sieht das gut aus, dass wir eben hier tatsächlich die 55 erreichen. Wenn wir die 55 erreichen, erinnert euch an den Tageschart, über 55,05 kann es dann auch auf Tagesbasis unter Swing Trading Gesichtspunkten ein Stück weit höher gehen und insofern hier ein wirklich interessantes Setting. Gut, US-Dollar, Cut, jetzt im nächsten Fokus. Denn hier, ja, wenig überraschend, auch eine Seitwärtsrange, aber der Dollar unlängst ja generell beschautechnisch gesehen hier unter Druck geraten, hat sich dann gerade der US-Dollar-Index wieder im Bereich der 100 Punkte gefangen und jetzt ist natürlich so ein Stück weit das Battle letztlich ausgebrochen, wie geht es nun weiter? Wir haben hier charttechnisch beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar einen intakten Abwärtstrendkanal, natürlich gab es hier den Fake Ende Dezember, aber geringes Handelsvolumen. Lässt das mal so ein Stück weit relativ erscheinen. Ich meine hier, das Abwärtsmomentum lässt sich schön einfangen. Wir hatten natürlich hier ganz klar eine Bodenbildung. Ja, das haben wir auch letzten Mittwoch zum JFD-Devisenradar besprochen. Hier auch eine Widerstandszone vielmehr, die jetzt dann eben auch eigentlich hätte als Unterstützung dienen können. Das wurde aber wohl nichts. Wir sind nämlich hier nicht rausgekommen über das Hoch vom 7. Februar. Das waren 1,3212. Da hätten wir rüberlaufen sollen. Am 22.02. wurde es knapp verpasst. Sie sehen die Kerze. Longledge Doji in dieser Art. Da ging nicht viel in Sachen Momentum nach oben. Kaufsignal nicht getriggert, vielmehr schwacher Wochenausklang und jetzt dümpeln wir so ein Stück weit daher und ja, wenn WTI-Öl ansteigen sollte, dürfte der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar weiteren Druck erfahren und das sieht auch ja, unter Gesichtspunkten der technischen Analyse durchaus so aus, als könnte es hier nach unten gehen. Schauen wir nochmal kurz auf die Saisonalität, was diese uns denn hier sozusagen beschert beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar mit Blick auf die kommenden 40 Tage. Autsch! Relativ deutlich und das sogar unmittelbar. Hier deutet sich Abwärtsmomentum an. Skizzieren wir das, insbesondere wenn wir unter das Tief vom Freitag gehen, dürften wir hier in die Unterstützungszone dann in Richtung 1,30 eintauchen. Es könnte aber gerade bei steigendem Ölpreis dann hier nochmal ein Stück weit tiefer gehen. Und dann wären wir hier richtig schön im Abwärtsflow, was dann in Richtung 1,28 führen könnte. Da dann starkes Supportlevel, dürfte einem Ölpreis dann wohl gleichkommen im Bereich um ja, 58, 60 Dollar. Wir warten mal ab. Letztlich aktuell interessantes Setting. Hier erst bullisch, wenn wir deutlich über die 1,32 gehen. Alles andere dann rumgependle. Also ohne wirkliches Momentum, aber oberhalb von 1,32 kann das bullischer werden. Muss an dieser Stelle natürlich dann auch erwähnt werden. Ist aber eigentlich nur das Szenario B insofern nicht wirklich zu präferieren. Gut, meine lieben Zuschauer, was habe ich noch für euch? Wir haben heute ein SKS-Spezialwebinar mit einem unserer Partner Thorsten Helbig hier und Forex Pro System. Ja, und ja, da werde ich gleich in Kürze einen Link auf meinen Stream stellen. Hier gibt es nämlich einen richtig schönen Rabatt von 30% für euch. Und da gibt es heute ein schönes Live-Setting, auf was beim DAX zu achten ist und aber auch insbesondere beim Euro, nämlich dem SKS-Spezial, was er hier sieht. Und da geht es auch um Prognosen in Sachen möglicher Tendenzen und möglicher Zielausrichtungen. Mittelfristiger swingtechnischer Sicht, das könnte also auch für Berufstätige interessant sein. Schaut's vorbei, ich hau nachher den Link rein auf meinem Stream, wo hier natürlich auch immer alles andere, was wissenswert ist, dargestellt wird. Dann auch später auf dem JFD-Desktop eine Option. Insofern bleibt es informiert, dürft ihr euch heute Abend drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar sehr, sehr interessant aussieht. Öl dementsprechend und ich hoffe, dass ihr auch das Beste draus macht. Eigenverantwortlich vorgeht, aber natürlich auch immer alles mitnehmt, was sozusagen zum Trading gehört. Und da könnt ihr beim Thorsten viel lernen bei uns. In dieser Woche gibt es dann auch nochmal ein Mailing in Sachen Webinare des anstehenden Monats März. Wird auch spannend. Dürft ihr euch auch auf einen sehr, sehr schönen Live-Event freuen. Das wird wirklich ein Paket mit mehreren Tradern diesmal auch. Also wirklich, wirklich spannend. Also bleibt informiert, schaut bei uns rein. Bleibt fair behandelt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen sonnigen Restmontag und freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiederhören. Euer Chris Kämmerer. Bis dahin und tschüss.